Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Drachenrennen und zwar um, ja, Rückwärtsdrachenrennen. Und dazu sind wir jetzt im dritten Gebiet angelangt und zwar Azurblaues Gebirge und da wollen wir den Erfolg machen, Azurblaues Gebirge, umgekehrt Bronze, dann Silber und natürlich auch Gold. Und ja, das Ganze finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures und Drachenrennen. Bevor ihr das angehen könnt, müsst ihr natürlich die Drachenrennen erstmal im normalen Modus fliegen und dann auch noch im fortgeschrittenen und erst dann könnt ihr diese Rückwärtsdrachenrennen angehen. Dafür gibt es dann auch eine schicke Quest, die kriegt ihr dann auch immer quasi von dem NPC, der hier in der Küste des Erwachens auf den Koordinaten... Moment, machen wir es mal groß, dann sieht man es ein bisschen besser. Hier in etwa 72, 51 ist, also da geht dann die erste los für quasi die Küste des Erwachens. Dann gibt es die nächste hier in der Ebene von Nara und wir sind jetzt quasi bei der dritten von diesen Rückwärtsdrachenrennen im Azurblauen Gebirge. Und da sind wir jetzt einmal beim ersten Meister, würde ich jetzt sagen, oder Flugrennleiter, wie man die auch beschimpfen oder schimpfen möchte. Die sind hier einmal... auf den Koordinaten 71, 24. Und da werden wir jetzt gleich mal das erste Rennen fliegen. So, dala, los geht's. Gucken wir mal. Erster Try. Muss ich mal ein bisschen reinfühlen hier in die Strecke. Okay, also hier hat man auf jeden Fall extrem wenig Elan. Am Anfang. Vielleicht muss ich da ein bisschen was sparen, je nachdem, wie es jetzt da hinten aussieht. Hier scheint es aber auch keine grünen Wolken zu geben, sondern nur diese Wirbel. Ah, ich habe mich auch nur erwischen lassen. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Also das wird hier auf jeden Fall nix mit Goldzeit und so. Aber wir fliegen es jetzt einmal zu Ende, dass wir zumindest die ganze Strecke einmal sehen. Ja gut, im Endeffekt kann ich hier jetzt eh nichts großartig sparen, ne, weil es ja hier über die Wirbel läuft. Ein bisschen was baue ich halt immer auf, wenn ich zügig fliege, aber sonst sieht es eher schlecht aus. Müssen wir da unter der Brücke durch? Okay. Da geht es dann wieder hoch. Oh, sind wir auch noch hängen geblieben? Okay. Ah, warte mal, war das jetzt doch Gold? Ah, okay, first try. Ja, ich bin nicht gut geflogen, aber die Strecke scheint sehr einfach zu sein. Also, das sollte schon mal kein Problem sein. Gut, dann haben wir das erste weg und können zur nächsten. So, Dala, wir sind am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt einmal hier auf den Koordinaten 48, 36 und ja, würde ich sagen, schauen wir mal, ob das genauso easy ist. So, nächster Try. Ich habe jetzt schon ein, zwei Tries hier gehabt und habe das Problem jedes Mal gehabt, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Also hier gibt es tatsächlich einige Stellen, wo du hängen bleiben kannst. Eben bin ich quasi ein bisschen an die Wand rangekommen. Davor bin ich an der Wurzel hängen geblieben. Ich kann euch gleich mal die fiesen Stellen ein bisschen zeigen. Dafür haben wir jetzt im Gegensatz zu der Strecke davor, ne, hier diese Wölkchen wieder. Die mag ich ja wesentlich lieber. Jetzt kommt gleich das mit der Wurzel. Da muss man ein bisschen tiefer fliegen. Seht ihr das? Wenn du dann tickend so fliegst, dann hängst du an der Wurzel dran und dann ist halt, bist halt übelst runtergeslowt und das war's halt dann. Also da muss man ein bisschen gucken. So, und jetzt kommt hier gleich die richtig ätzende Stelle. Und zwar, hier durch, ne? Das sieht jetzt gar nicht so schwierig aus, aber da bin ich jetzt zweimal hängen geblieben. Da muss man echt, oh kacke, da wäre jetzt fast wieder eine Wurzel gewesen. Da muss man echt sich durchzirkeln. So, das war doch ein ganz schöner Try, oder? Reicht das für Gold? Puh, ja, wir waren eine Sekunde drunter. Sehr schön, hat gereicht. Es waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Tries. Ah, die 1-2 Stellen muss man quasi ein bisschen umfliegen, dann geht's eigentlich. Gut, dann weiter zum nächsten. So, wir sind am nächsten Spot nur ein paar Meter davon entfernt. Und zwar jetzt hier nach unten geflogen auf die Koordinaten 47, 40. Und ja, starten wir gleich wieder durch, würde ich sagen. So, dritter Try. Beim ersten bin ich wohl hängen geblieben. Und hatte am Ende ein bisschen wenig Elan, dann habe ich jetzt hier am Anfang mir gedacht, komm, ich spare ein bisschen was. Beziehungsweise, na, hier am Anfang kriegst du jetzt nicht viel, aber im Mittelteil von der Strecke bekommst du ziemlich viel, ne, von den Wolken. Das werdet ihr gleich sehen. Bloß da hat es dann gerade 0,3 nicht gereicht und ich hatte am Ende noch 1-2 Elan über. Bedeutet,
Ich muss hier doch ein bisschen mehr rauspfeffern, hier in dem mittleren Teil. Ohne, dass ich dann gegen den Baum fliege, ne? Ich werde euch gleich zeigen, wo der beschissene Baum ist. Da können wir unten durch, das habe ich vorher schon getestet. Da ist der beschissene Baum, da müssen wir jetzt so rumfliegen. Ich glaube, das war jetzt besser, ne? Dass ich quasi links rumfliege, weil du siehst es nicht wirklich. Weil das Portal genau, oder Portal ist ja nicht dieser Kreis, genau hinter dem Baum ist. Und ich bin da vorhin dann immer rechts rum, da musste ich so eine kleine Kurve fliegen. Was dann halt schon ein bisschen Zeit gekostet hat. Okay, diesmal war ich 2,3 Sekunden drunter, das war gut. Haben wir die Goldzeit geholt, aber auch das war jetzt ein relativ machbares Rennen, muss ich sagen. Okay, dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir beim nächsten Flugmeister. Und zwar sind wir jetzt hier ganz oben bei den Koordinaten 20, 22. Und ja, wird mal schauen, dass wir das auch hier wieder relativ schnell erledigen können. So, der erste Erkundungsflug ging leicht in die Hose, weil mal wieder eins von den Ringen genau hinter dem Baum war und ich auf der falschen Seite rumgeflogen bin. Den Fehler werden wir jetzt nicht nochmal wiederholen, würde ich mal sagen. Ich habe es jetzt leider nicht ganz zu Ende fliegen können im ersten Try. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich noch was aufsparen muss. Ich glaube, da hinten kommt es jetzt dann gleich. Hier, da muss ich rechts rumfliegen. Ich bin vorher links rum und dann habe ich den Bogen nicht mehr gekriegt und dann war es das quasi. Okay, jetzt nehmen wir das da oben. Ja, wohl, war es das wert? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte man nicht mitnehmen. Jetzt bin ich hier doch ein bisschen slow, ne? Ah, doch. Goldzeit geschlagen, hat so gepasst. Es hat sich streckenweise ein bisschen langsam angefühlt, aber zweiter Try, wunderbar, haben wir das nächste weg. Dann sind es jetzt nur noch zwei Stück. So, wir sind beim nächsten Dude und zwar einmal hier unten bei den Koordinaten 16, 49 und ja, schauen wir mal rein, wie schwer das Rennen ist. So, der nächste Try. Ich habe jetzt mal hier hinten das Portal hingesetzt und guck mal, ob ich es gleich benutzen kann, ob das was bringt. Weil irgendwie struggle ich jetzt hier gerade dezent. Und irgendwo muss ich noch 2 Sekunden oder so rausholen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Aber ein Try ist es mal wert. Jetzt habe ich es nicht ausprobiert, ne? Ob es da die richtige Stelle ist. Aber wir werden es gleich sehen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir den Baum nicht mitnehmen. Gleich oben gucken, dass wir die Statue nicht mitnehmen. Zwar oh, diesmal habe ich es perfekt gemacht, muss links einfädeln bei der Statue. Habt ihr das gesehen? Links oben am besten. Dann läuft es eigentlich jetzt ganz gut. Ich habe keine LAN mehr hier. Jetzt, ich hätte es nicht sagen sollen, jetzt habe ich es verschrien, ich sag's euch. Ah, nice. Der Port hat's rausgerissen, oder? Habt ihr gesehen? Es hat doch geklappt. Also hier war es richtig, ne? Quasi hier diesen Bronzezeitschloss, bevor ihr losfliegt, aktivieren. Und dann einfach, wenn ihr unten den Ring durchflogen habt, euch hochporten. Das ist the way to go. Das hat mir jetzt nochmal 2-3 Sekunden quasi gerettet. Vor allem, weil hier nach oben hat man dann meistens keinen Elan mehr. Okay, das war gut. Dann haben wir jetzt nur noch ein Ding offen. So, dann haben wir den letzten und zwar sind wir jetzt einmal hier unten auf den Koordinaten 42, 57. Da ist bei mir auch eine Drachenrennen-World-Quest und ja, schauen wir mal, wie schwer die Strecke rückwärts sich gestaltet. So, nächster Try. Muss jetzt mal gucken, also diese Wolke da rechts mitzunehmen, das rentiert sich nicht. Ich habe es jetzt zweimal probiert. Man muss einen relativ großen Bogen fliegen, dass man die mitnehmen kann und dann zusätzlich noch den Ring erwischt. Und das ist, glaube ich, Zeit-Nutzen-Faktor eher nicht, dass sie es rentiert. Und ja, deswegen lassen wir das jetzt mal aus und gucken eher, dass wir woanders ein bisschen was sparen. Und zwar hier, wenn wir runterfliegen, müssen wir ein bisschen Elan zusammensparen. Hätten wir aber die Orb hart touchiert. Das war so eine Millimeter-Geschichte.
Ich könnte hier wahrscheinlich auch wieder so einen Port setzen, wie bei dem anderen, ne? Vielleicht wird das dann reichen, weil gegen Ende hat man blöderweise nicht mehr sonderlich viele von diesen Nebelsachen, wo man dann noch Elan kriegt. Und dann wird man halt übelst slow. Jetzt machen wir mal hier das Aufsteigen noch. Jetzt habe ich ganz gut was gespart an Elan. Dass wir den hier rauspulvern können, weil hier kommt blöderweise nicht mehr so viel. Hier könnte man theoretisch auch den Port benutzen, aber es hat auch so gereicht. Wunderbar. Also das Ding am Anfang hier nicht mitnehmen und für ein Ende ein bisschen Elan sparen ist, glaube ich, the way to go hier in der Strecke. Ich hatte sogar noch eins über, also ich habe ein bisschen zu viel gespart, aber es hat trotzdem gereicht. Gut, dann haben wir jetzt alle Rennen im Azurblauen Gebirge auch fertig. Damit dementsprechend alle drei Achievements abgeschlossen. Und jetzt fehlt mir persönlich nur noch Taldrassos und dann gibt es natürlich auch hier die drei Meta-Achievements. Gut, für das kleine Video war es das tatsächlich jetzt auch schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.